Ausländischer Intensivtäter sticht 29-Jährigen nieder. Opfer schwebt in Lebensgefahr. Berlin, Kreuzberg. In der Nacht zum Mittwoch wurde im Görlitzer Park in Kreuzberg ein 29-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 2.45 Uhr mit drei Frauen und einem Mann im Park unterwegs. Dort geriet er laut Polizei mit zwei Männern in Streit. Worum es ging, ist unklar. Während der verbalen Auseinandersetzung stach ihm einer der Männer mit einem Messer mehrfach in den Rücken. Der 29-Jährige wurde durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Messerstecher wurde noch in Tatortnähe festgenommen. Es handelt sich um den 23-jährigen Intensivtäter Firat A. Der zweite Täter konnte flüchten. Der Görlitzer Park gilt als heißes Pflaster. Dort wird häufig mit Drogen gehandelt. Zudem kommt es immer wieder zu multikulturellen Messerstechereien, die auch schon tödlich endeten. Erst Ende Februar war ein 24-Jähriger dort durch Messerstiche verletzt worden. Vor rund 1,5 Jahren hatte es zwei Tötungen binnen weniger Monate gegeben. Ein mutmaßlicher Drogenhändler aus Gambia wurde erstochen. 2 Monate später gerieten zwei Russen aneinander. Auch hier erstach einer den anderen.